Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner, zurück in Crusader Kings 3 mit den Apaden hier bei den Magyaren. Ja, und diese Stammesgemeinschaft hier hat einen Anführer, der dem Tod, das kann man durchaus so sagen, von der Schippe gesprungen ist. Allerdings hat seine Frau genauso wie er die Blattern bekommen und sie ist dem Ganzen leider erlegen. Es gab jetzt eine mehrmonatige Zeit der Trauer. Ich denke aber, weil das auch keine Liebesheirat war, hatte er zwar gewisse Zweifel im Rückhinein, ob er nicht doch mehr hätte mit ihr an Zeit verbringen sollen. Aber ich glaube, so die ganz riesigen, große, jahrelange Trauerphase wird das jetzt hier nicht werden. Ich glaube, er ist schon wieder so weit im Herbst, nach ein paar Monaten hier nach vorne blicken zu wollen. Und dementsprechend wieder sich freudigeren Dingen zuzuwenden. Zum Beispiel die Suche nach einer neuen Ehefrau, nach einem neuen... Was ist das eigentlich hier? Ah, das ist dann die alte Ehepartnerin hier. Hier sehen wir sie nochmal. Nach einer neuen Ehepartnerin möchte er jetzt die Suche starten. Aber das Problem ist, ich habe mich mal ein bisschen umgesehen hier, habe mal ein paar Personen rausgesucht, die möglicherweise in Frage kommen würden, aber... Er wird diese Entscheidung dann doch jetzt ein wenig vertagen müssen, denn es sieht dürftig aus derzeit. Es gibt einige Minderjährige, die man für Bündniszwecke mit ihm verheiraten, verloben könnte, mit irgendwie 5 oder 6 oder 8 Jahren Alter. Aber der Mann ist 54, was will der sich jetzt so eine ganz junge Minderjährige zur Verlobung erst noch nehmen? Und ja, für Bündniszwecke, das könnte ich ihm zutrauen als ehrgeiziger Charakter. Aber das ist irgendwie alles nur so halbgar. Also wir hätten hier, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen, in Kasaria auf jeden Fall was. Da hätten wir Irge mit 6 Jahren. Das würde dann zu einem Bündnis mit dem Kagan, mit dem Kaganat von Kasaria führen. Ja. Ach, aber er wird das auch gar nicht annehmen. Oh, never mind, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, dann geht's sowieso nicht. Ja, und dann kämen halt wirklich nur noch so andere Bündnisse hier Richtung Mystislav in Frage. Nee, Mystislav auch nicht, genau, weil der hat eine Tochter, die wäre interessant für uns mit 17 Jahren. Aber die ist natürlich schon verheiratet. Bums, damit geht das auch wieder nicht. Andere gibt's hier nicht am Hof. Niedrige Charaktere, also niederer Geburt, kommen für uns in so einem königreichsmäßigen Stammesverband nicht in Frage. Ich glaube, bei ihm, bei Jarl Dürre, gab es noch, naja, eine 2-Jährige. Also ihr seht schon, die Auswahl ist doch wirklich super bescheiden. Und das ist bei allen umliegenden Reichen hier so. Deswegen wird er diese Entscheidung vertagen. Da ist keine passende Person dabei. Ja, dann wird er sich jetzt aber auf jeden Fall dem Gelage dann in aller Ruhe jetzt hier zuwenden können. Ach, und noch etwas hatte ich. Genau, wir haben nämlich die Möglichkeit, jetzt eine dritte Konkubine an den Hof zu holen. Wir haben eine Frau mit tengrischem Glauben, nämlich Hurie. Und Hurie können wir hier tatsächlich, ist auch eine gerechte Dame. Mit der haben wir eine gewisse Übereinstimmung, niedrige Geburt, aber für eine Konkubine ist das auf jeden Fall okay. Da muss ich sie aber erst rekrutieren für 3 Gold. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann machen wir sie zur Konkubine Nummer 3. Okay, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Das ist jetzt quasi der Ersatz für die Ehefrau. Naja, nicht so richtig natürlich, aber immerhin irgendeine Art von zusätzlicher Frau hier als Konkubinat. Ja, Ehepartner, da muss schon die richtige her. Da muss schon irgendeine Hochgeborene aus einem anderen Reich oder von einem Verbündeten, aber auch da haben wir eigentlich hier wenig zu tun. Man könnte natürlich gucken, das habe ich jetzt noch nicht geguckt, ob man... Nein, das ist auch ein Mann. Eine... Wo sehe ich denn... Ah, sie ist weiblich. 4 Jahre, ja. Ja, man könnte jetzt hier so einen Riesencharakter hier von unserem Freund nehmen, Wilmosch. Aber... So schön das auch wäre, ich guck mal gerade, das würde er natürlich tun, weil er unser Vasall ist, wir sein Lehnsherr sind. Tja, könnten wir ein Riesenbaby erzeugen. Naja, wobei, mit 4 Jahren, bis die 16 ist, das dauert so lange, dann ist er auch schon so gut wie verstorben zwischendurch.
Naja, so richtig die standesgemäße Heirat finde ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wir haben hier unsere Enkelin verheiratet. Das wiederum finde ich dann aber auch irgendwie in Ordnung. Das kann man machen mit dem Häuptling Borisch. Aber jetzt uns selbst hier mit einer Tochter von irgendeinem Häuptling zu verheiraten, nee, das finde ich irgendwie auch unpassend. Will irgendwie alles nicht so hinhauen. So, dann lasst uns aber mal das Festmahl veranstalten. Das werden wir für 100 Gold machen. Und dann werden wir nämlich im nächsten Frühjahr zu einem neuen Plünderzug aufbrechen. Da müssten eigentlich wieder einige Gebiete diesen Plündermalus sozusagen gelöscht bekommen, beziehungsweise sind so lange nicht mehr geplündert worden, dass es vielleicht neue Reichtümer dort gibt. Schauen wir mal. So, ein geselliges Beisammensein. Ja, die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Ja, willkommen, meine Freunde. Bin ich mal gespannt, was wir dort erleben. Oh nein! Es kommt erneut zur, das haben wir schon mal gehabt, es kommt erneut zur Katastrophe mit dem Wein. Und der Wein ist schon wieder schlecht. Wir können jetzt nochmal 50 investieren. Naja, machen wir das mal. Geben wir das Geld aus, wir haben es. Für irgendwas muss das ganze Geld ja auch schließlich gut sein. So, wir unterhalten uns. Während Gericht auf Gericht folgt, liegt mir mein Freund Häuptling Wilmosch ständig in den Ohren. In den Ohren. Immer geht es nur um Truppenzusammensetzung. Ja, das ist ja auch ein totaler Kriegsexperte hier. Und so kamen wir auch auch diesem Schlamassel bei. Langweilig euch ganz sicher nicht, fragt Wilmosch. Ja, wir können mehr über ihn sprechen. Ich denke, das machen wir auch, weil wir gesellig sind. Wir wollen natürlich noch mehr über unseren Freund erfahren und verlieren auch weitere Anspannung. Das ist natürlich jetzt eine super Gelegenheit, mit unserem Freund ein wenig zu entspannen. Jedem war klar, dass Häuptling Abhat zu viel getrunken hatte. Nein! Doch er wollte uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Schon das Aufstehen war zu viel für ihn und jetzt bin ich von Kopf bis Fuß mit stinkendem Erbrochenem bedeckt. Na toll, unser eigener Sohn speit sein Erbrochenes auf uns. Das war eine reife Darbietung. Wieso kriegen wir da Anspannung für Geselligkeit? Wie sind wir denn da drauf? Höhere Höflichkeitsstandards. Oder er bekommt Meinung von uns. Also wir sind ja gerecht. Was würde denn ein gerechter Herrscher sagen? Würde der den hier den eigenen Sohn runterkanzeln? Oder würde er da ein bisschen gegensteuern und Güte zeigen? Ich meine, wir sind jetzt nicht gütig, aber halt auch gesellig. Das würfel ich, glaube ich, aus. Das machen wir diesmal ein bisschen anders. Ungerade Zahlen sind die obere Variante. Gerade Zahl ist die zweite Variante. So, eine 2. Das heißt, wir versuchen das Ganze ein bisschen gütlich zu regeln. Ha, das war eine reife Darbietung. Wir versuchen da so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Verlieren leider auch hier einiges an Prestige. So, die Gäste gehen. Ich bin dankbar, dass erstmal alles vorbei ist. Naja, bekommen wieder 150 obendrauf. Okay. Immerhin, das sieht ja nicht ganz so schlecht aus. Sollten wir vielleicht mal jetzt in Vorbereitung des Feldzugs unsere Befehlshaber wieder ausbilden? Ich würde sagen, ja. Das machen wir jetzt in der Winterzeit. Und ich würde auch sagen, dass wir in der Winterzeit jetzt mal nicht einen Selbstmordversuch unternehmen, sondern vielleicht noch auf die Pilgerreise gehen für 50 Gold. Ich würde sagen, das machen wir mal. Aufgrund unseres Eindrucks, dass wir dem Tod so knapp von der Schippe gesprungen sind und dass unsere Ehefrau dann verstorben ist, werden wir jetzt mal eine teiltosistische Pilgerreise vornehmen hier ans Schwarze Meer. Ich denke, dass wir da so ein bisschen auch durch unsere Sternleserei ein bisschen spiritueller geworden sind, auch mit unserem hohen Bildungswert. Schauen wir mal. So. Ja, wir werden aber nur nach Olbia ziehen. Also wir werden jetzt nicht nach Kerch reisen oder nach Visegrad, sondern
nach Olbia. Wir sind jetzt nicht irgendwie religiös unterwegs, großartig. Soll uns vor Ort doch in Olbia eigentlich genügen, die Pilgerreise. Mal sehen. Als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand von vor allem Unheil beschützen wird. Ich werde zwar nicht lange weg sein, doch ich bete dennoch, dass dem Reich während meiner Abwesenheit nicht zustößt. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich doch innig auch. So, Mistislav beeinflussen. Muss das jetzt noch sein? Der hat eh schon plus 100. Wegen dem Festmahl? Ja, wenn das so ist, können wir das eigentlich auch wieder abbrechen. Wir sind jetzt ja gerade eh nicht da, um uns darum zu kümmern. Dann würde ich sagen, wir belassen es dabei erstmal. Wir haben jetzt nur noch 30 Anspannung, ist also ein bisschen abgenommen das Ganze. Auch gut. Verlorene Gefährten. Mit jeder Woche, die vergeht, wird meine Gemeinschaft kleiner. Einige Mitglieder werden übermannt von ihrem Heimweh, andere finden ein weniger glückliches Ende. Am meisten Sorgen macht mir, dass auch meine Leibgarde alarmierend schnell kleiner wird. Allein daran sieht man schon, wie heimtückisch diese Reise sein kann. Wie kann das denn sein? Im eigenen Gebiet sterben uns die Leute weg auf dem Weg nach... Wo war das hier, Olbia? Ne, hier unten war das, glaube ich, ne? Ja. Wie kann das denn sein? Der kurze Weg hier? Dann brauchen wir Wochen und uns sterben die Leute weg. Naja, gut. Wir könnten Geld ausgeben für gute Leibgardisten. Oh Mann, das wird aber teuer langsam hier alles. Oder wir hoffen auf Schutz von oben. Naja, also wenn er das schon so einschätzt, dass seine Leibgarde ihm zu klein wird. Er ist ja ein erfahrener Kriegsherr. Da würde ich schon sagen, ja. Da holt er sich neue Leute. Er ist auch gesellig, das passt irgendwie. Einige der Einheimischen gäben wohl gute Leibgardisten ab. Da machen wir das. Warum eigentlich nicht? Ja, warum nicht? Weil wir kein Geld mehr haben, aber okay. Dafür werden wir ja bald wieder einen Feldzug durchführen, um unser Staatssäckel ein bisschen aufzubessern. Das machen wir auf jeden Fall. So, endlich bin ich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus von Olbia. Als der Taltosch mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten, zu diesem Augenblick. Ja, wir bekommen 10 Jahre lang in den Fußstapfen meiner Ahnen. Damit ist die Meinung meiner engsten Verwandtschaft, meiner Kinder etc. um plus 10 gesteigert und wir bekommen natürlich auch ein wenig Frömmigkeit. Haben wir schon 1000 Frömmigkeitspunkte hier. Ja, wir sind also schon gläubig bekannt. So, wir sind immer noch auf der Reise hier. Hier drüben ist übrigens Olbia, der Schrein. Direkt neben dem Stamm von Kersong. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich Taltosch und Taltosch doch ein wenig anders. Wie meint er das denn jetzt? Okay. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht und sie bestehen darauf, dass etwas an mir anders sei, ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Also es geht hier um unseren lokalen Taltosch vielleicht im Vergleich zu dem von Olbia, so könnte ich mir das vorstellen. Der Gaspar, darum wird es wahrscheinlich gehen. Ein Mystiker übrigens, interessant. Ja, die Pilgerreise endet, wir sind wieder zu Hause, passend im März 875 und ich denke, da werden wir jetzt auf jeden Fall, ja, so richtig verbessert haben wir keinen Befehlshaber bekommen. Wie viele können wir denn derzeit ausheben? 1770. Na, ich habe lieber mehr als weniger, wir gehen mal hier auf Aufgebote organisieren. Damit hier mehr Leute ausgehoben werden können. 1950, das sieht besser aus. Den Sammelpunkt, ja, die Frage ist, wo wollen wir denn jetzt plündern? Das muss ich hier manuell mal nachgucken. Also hier sind eh kaum Beute zu machen oder ist kaum Beute zu machen. Hier allerdings in Chilia und in Tigechi, naja, da ist es noch nicht abgelaufen. Das dauert noch, der ist noch bis 880 geplündert.
Ich glaube, da haben wir uns richtig, richtig übel angestellt. Hier haben wir auch noch geplündert bis 880. Also die beiden Orte sind erstmal tabu. Man könnte hier auf Chilia gehen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei Olesch hier aus? Die haben immerhin 12, allerdings sind hier Banditenhorden. Deswegen sind hier leider weniger Beute aus den Steuern zu machen. Das ist natürlich schade, nur 12. Aber besser als nichts. Hier drüben wird wieder erobert. Naja, vielleicht sollten wir uns beeilen, dass wir schnell nach Olesch hier ziehen und hier den schnell wegplündern, weil ich glaube, wenn er fertig ist, wird er bestimmt hier nach 21 Tagen hier reinziehen. Vielleicht sind wir sogar rechtzeitig da. Probieren wir das mal. Lokale Räuber ausheben. Ja, es ist die Frage, soll das Wilmosch machen oder lassen wir wieder unseren Sohn dran? Unser Sohn ist ja nicht ganz so gut, aber ist auch ein Organisator, genau wie Wilmosch. Andererseits ist er der Plünderexperte, finde ich hier. Also lassen wir das mal. So, wir müssen erstmal unsere Truppen bringen. Das wird dauern, leider. Jetzt könnten wir nach Olesch hier ziehen. 13 Tagen und er ist in 13 Tagen mit der Belagerung durch. Ich hoffe, wir kommen rechtzeitig an. Das müssten wir aber eigentlich. Es dürfte klappen. So, er geht auch nach Norden. Das ist gut. Ja, Perekop wurde leider auch geplündert. Ich glaube auch von uns. Bis zum April 875. Oh, das hört aber auf. Dann könnten wir mit ein bisschen Glück sogar wieder ein bisschen Beute in Perekop noch holen. Vielleicht können wir dann sogar hier bis nach Kaloschlimen. Das gehört jetzt ja zu Byzanz, aber hier gibt es überall viel zu holen. Also es wäre schon gut, wenn man dort erfolgreich plündern könnte. Mal sehen, ob uns das gelingt. So, König Wladimir Rasate hat einen Krieg verloren. Das ist der bulgarische König. Der Sieger heißt Oberhäuptling Kotschel von Balaton. Der hat die Grafschaft von Bottrop erobert. Dieses Ding hat er erobert, genau. Ja, Balaton hat sich sogar noch vergrößert hier. Naja, nicht optimal. Schauen wir mal, wie das hier weiter vonstatten geht. Während wir hier erstmal schön brav unsere 12 Gold plündern. Jawohl. Perekop hat tatsächlich sofort wieder 15 Beute. Ja, das ist natürlich richtig praktisch. Dann nehmen wir das auch noch gleich mit. Das ist doch eine gute Idee. Frage ist, ob man. Was ist das für ein Gebiet? Das ist Feuchtgebiete. Da gibt es aber keinen Geschwindigkeitsnachteil, ne? Ja. Vielleicht können wir hier sogar weiter marschieren. In Kerch gäbe es sogar noch mehr. Das sind reine Ebenen. So, Dragoslava ist schon wieder schwanger. Oder ist überhaupt das erste Mal schwanger. Die Frau mit Lys. Mal gucken, ob das Kind dann auch Lys bekommt. Wir werden es sehen. Ob das mit unserer Konkubine da so einwandfrei funktioniert. So, wir sind feindlich gegenüber dem Kagan, aber das ist jetzt sowieso egal. Der verliert ja seine Kriege hier am laufenden Band. Das ist ja sowieso klar. Ist ein richtig schwacher Herrscher. Oh, wir haben einen Gefangenen gemacht. Ein kleiner Sohn. Auch ein frisch neugeborener Sohn in Perekop. Den lasst uns doch mal gleich anbieten, dass wir den gegen Lösegeld freilassen. Den will ich gar nicht im Gewahrsam haben hier. Häuptling Jilik soll 50 Gold bezahlen. Das sollten wir auch kriegen. So, sollen wir jetzt hier hingehen? Ich denke ja, denn der Gegner müsste ja hier auch über die Meerenge kommen oder sich hier irgendwo verschiffen, um uns abzufangen. Und wir könnten hier 18 Gold mitnehmen. Wir tragen bereits 27 bei uns. Sieht so aus, als könnten wir eventuell hier sogar eine gute Plünderfahrt oder einen guten Plünderzug machen. So, Häuptling Jilik hat 50 bezahlt, auch sehr schön. Das Geld können wir auch sehr gut gebrauchen. Da haben wir doch wirklich Glück gehabt hier. So, was ist jetzt passiert? Ich inspiziere gerade die Krankenstube der Kaserne, als ein schwer verletzter Soldat hereingebracht wird. Er verliert zu viel Blut. Wo ist der Arzt? Janusz ist unauffindbar. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich bin vielleicht die letzte Hoffnung dieses Soldaten. Plötzlich steht wie aus dem Nichts mein Sohn und Erbe, Häuptling Apat, an meiner Seite.
Er krempelt die Ärmel hoch und schaut mich an. Was ist das denn? Es geht um Viola, der schwer verletzt ist. Der braucht jetzt wohl dringend Hilfe. Okay. Gebt mir die Aderpresse. Trete zurück, das ist mein Patient. Oder warum kriegen wir denn eigentlich Anspannung? Ach so, wir kriegen nur Anspannung, wenn die Behandlung versagt. Oh, Häuptling Apart könnte unser Freund werden hierbei. Ah, wegen dem Bildungslebenswandel. Ich sehe schon. Und der würde sich dann uns anschließen. Der kann zwar nix. Das ist ganz toll. Der ist ehrgeizig, aber feige, vorsichtiger Anführer. Der kann ja überhaupt nix. Oder ich lasse ihn verbluten. Aber das wäre natürlich ungerecht. Da würden wir ewig viel Anspannung kriegen. Und das wäre auch rollenspielerisch nicht zu begründen. Warum wir den jetzt grausamerweise verbluten lassen sollen. Ja, bestehen wir auf unser eigenes Vorrecht? Ich meine, wir sind beide ehrgeizig. Andererseits, es ist halt unser Sohn. Wollen wir unseren Sohn nicht zum Freund haben? Gute Frage, nächste Frage. Gesellig, ehrgeizig, gerecht, ruhig. Das ist für mich eigentlich, geht das aus den Eigenschaften nicht wirklich hervor, was er wählen würde. Ich glaube, auch hier müssen wir erneut einen Würfelwurf wagen. Wo ist er denn? Hier. Wir machen das wieder so, ungerade Zahl, Aderpresse. Dann arbeiten wir mit unserem Sohn Apat zusammen. Er wird unser Freund. Wir kriegen ein bisschen Bildungspunkte. Oder wir entscheiden uns, wenn eine gerade Zahl gewürfelt wird, dafür, dass wir das selbst probieren. Das hat ein bisschen weniger Wahrscheinlichkeit, aber immer noch ziemlich hoch. Dann bekämen wir aber eine viel höhere Wahrscheinlichkeit. Eine viel höhere Bildungsbelohnung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt dabei, die steigt. Das gäbe Anspannung. Bin mal gespannt. Ich würfel das jetzt aus. Eine 5, eine ungerade Zahl. Das heißt also, wir arbeiten mit Apat zusammen. Gebt mir die Aderpresse. Mal gucken, ob wir das schaffen. Unser Patient schreit und schlägt um sich. Obwohl drei ausgewachsene Soldaten ihn niederhalten, ist jeder Schritt ein Kraftakt. Doch Häuptling Apat bleibt ruhig und schließlich finden wir zu einer stillen Konzentration. Ich bin mir nicht sicher, wie wir es geschafft haben, doch offenbar wird der Soldat es überleben. Das war beeindruckend, mein Fürst, meint Apat mit einem müden Lächeln. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite gedient zu haben. Ja, ohne euch hätte ich es allerdings nicht geschafft. Jetzt wird unser Sohn auch noch unser Freund. Das ist ja eine heftige Geschichte, liebe Leute. Und mit dieser Geschichte beende ich die heutige Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Tastenauer sagt, ciao, ciao.